Das bringt mir nichts, das bringt mir nichts, das bringt mir nichts. Das kann ich mitnehmen, das ist gut. Und war hier nicht was? Ja, da war auch was. Ja, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Alles wird cool. So, dich nehmen wir mal mit, weil du bist wichtig und wertvoll. So. Was ist das hier? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Credits brauche ich natürlich. Ich werde es mal so machen. Ich werde mir jetzt alles, was ich brauche, mal hier so in die Ecke legen. Weil ja, es ist kein Durchlauf, wo ich jetzt hier schon mal erwähnt Jumpscares versuche irgendwie zu sammeln, dass ihr jetzt irgendwie erschreckt werden könnt, sondern es ist wirklich so, ich versuche hier die Räume, wo ich weiß, was passiert, vorzubereiten, dass ich hier möglichst gut durchkomme, ohne halt irgendwie mich sinnlos in Gefahr zu begeben. Und da gehört natürlich auch zu, Räume, die ich schon kenne, vorzubereiten, dass ich da mit den Gegnern halt kurz einen Prozess machen kann. So, das ist gut. Da brauche ich jetzt auf jeden Fall die Energiezelle. Nehmen wir mit nach unten. Und die machen wir dann mal hier rein. Und dann geht's auch schon los. Der ist natürlich jetzt super hier rausgekommen. Weil ich jetzt natürlich auch. Kacke, die kommen nicht immer standardmäßig aus den gleichen Löchern gekrabbelt. So, schön aufpassen. Oh, das haben wir gerade so. Nein, 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 nein. Was haben die jetzt gerade da weggehauen? Das war's, oder? Doch ganz gut funktioniert. Hey, warte mal, ich kann das nicht mitnehmen. Ich habe vorhin zwar Plasmaenergie weggeschmissen, aber ich werde ganz sicherlich nicht irgendwie so ein Flammenzeug hier mitnehmen, weil unnötig. So. Haben es geschafft, oder? Ja, haben wir. In der Theorie, wie gesagt, nicht wirklich schwer, aber manchmal in der Praxis, einfach wenn man nicht aufpasst, ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man mit so Explosionskanistern um sich schießt. Das kann halt recht schnell blöd werden. Das war's. Das geht wieder. Taking us into geostationary orbit. Wait, you're flying us through the planet crack debris? That's what the asteroid defense system is for. But the ADS is offline. I've got the system readouts here. Hammond, the Ishimura is in rough shape. A couple of bad strikes could finish her off. Shit. Daniels, give me all the data you have. I'll try to adjust course. Isaac, take the tram from engineering. Meet me on the bridge. I'll lift the station lockdown. We need to work on this together. Boah, was ist denn jetzt los? Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist halt dieser Generator, ne? Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass die mir hier ins Gesicht springen würden. So. Das heißt, den verkaufen wir mal. Und den verkaufen wir mal. Und das würde ich mal sagen, dass wir das mal ins Lager verschieben. Und vielleicht sogar verschieben wir das auch mit ins Lager und kaufen uns mal ein bisschen Stase-Energie nach. Stase-Energie. Plasma-Energie. Blödsinn. So. Jetzt sind wir natürlich wieder auf 34.000 runter, aber lieber so als
nachher keine Munition zu haben. So. Chaotischer Kurs. Und dann würde ich mal sagen, geht's ab zur Brücke. Ja. Da können wir jetzt ja ganz genau verfolgen, wo wir da jetzt genau sind. Wir haben jetzt noch 4 Zwischenstationen, bis wir bei der Brücke sind. Also wir können mal ganz kurz einen Check machen. Das sieht wieder gut aus. 2 Stase-Packs, 4-mal Medikit. Ah, ich hätte die Waffen im Lager. Achso, das mache ich gleich. Die Waffen sind natürlich jetzt Blödsinn, dass ich die jetzt bei habe. Weil die mir jetzt jeweils 2 Slots weg, also jeweils einen Slot und insgesamt 2 Slots wegnehmen. Und die kann ich natürlich wieder nicht mit sinnvollen Sachen irgendwie füllen. Isaac, I'm looking at the ADS cannons. They're a mess. I'm gonna need your help. I am not losing the Ishimura. Not now. The Ishimura hand? That artifact they found? Don't bullshit us. CEC knew all along about the marker, didn't they? Isn't that why you're really here? Corporate wouldn't send the Ishimura for some off-the-books mining. But alien technology, yeah, that fits. And how does losing my team fit into this theory? Hey, knock this shit off. We're into the debris field. We get the ADS back together, or it's over. Then meet me at the captain's nest. Daniels? Fine. But I'm going through the ship reports, Hammond. I'm getting some answers. Ich finde es irgendwie ganz lustig, dass der Isaac darauf so reagiert von wegen, hey Leute, lasst doch mal diesen Scheiß jetzt bleiben, wir haben andere Sorgen. Ich will mal was probieren, ob ich den mitnehmen kann für so eine kleine bestimmte Begegnung, die ich bald haben werde. Ja, vielleicht nehme ich da mal weg. Schick siehst du aus. Muss ich ehrlich sagen. Einfach nur umwerfend. So, dann würde ich sagen, wir verschieben mal die Waffen. Also das mal ins Lager verschieben, das auch ins Lager verschieben und ich glaube, was die Schüsse angeht, da haben wir alles. So. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, die lege ich mal hier hin. Das, was wir mal haben. You okay? At least containment and life support are holding. So far. Security request retrieved. Security, come in! We've been boarded! I repeat, this ship has been boarded! We are under attack! They've killed most of the deck staff. Where the hell is Steve Vincent? We need security backup now! Guns are useless. We... What in God's name is that? Ah ja, der Schrei des Brutes. Wir müssen bei dem also echt aufpassen, ne? Der kann auch ziemlich Aua machen. Also wir werden mal ganz kurz das nehmen. Und das werde ich mir mal hier hinpacken. Dass ich es griffbereit habe und dann werde ich mal ganz kurz nach unten gehen zu Hammond, mit dem kurz mal quatschen und dann schauen wir mal, wie wir den Brute ausschalten können. That's Chen. You can't help him, Hammond. He's... You're right. I should... The hell with it.
das immer noch so irritierend, dass der überall diesem Chen-Slasher auch über den Weg läuft. Johnston too. At least she was spared becoming a monster. We're gonna fix this, Hammond. For them. Yeah. Come on. The ADS cannons. I can hold this position for a while. If no more asteroids come through the roof. Einige Textlogs hier auf jeden Fall. So, Hammond, dann erzähl mal. Here. All I can tell is the ADS power routing is shot. Well, the administration systems aren't doing much. We could redirect power from there. I'd need to rewire the junction boxes, but we get the ADS cannons back. Good. Isaac, about what Daniel said. I don't know about any illegal mining or the marker. I swear, I'm just here for a repair mission. Look, Hammond, I don't know you or Daniels well enough to judge, but CEC had to know about the marker. The company, maybe. But shit like that's above my pay grade. Look, we can get into it later. You'll need a way down to those junction boxes. You can turn the atrium elevators back on from security. You'll have full access. I found a CEC executive key card. I'll upgrade your clearance. And you upgraded yours already? Yeah, just in case. Na, krieg ich das Upgrade? And Isaac? I heard something up there. Something big. Watch your back. Gut. Hammond hat uns schon mal gewarnt, dass da oben irgendwas Großes sein wird und wir kriegen jetzt, glaube ich, Sicherheitsfreigabe 2, oder? So, Helm ist aufgesetzt, aktiviere die Aufzüge und jetzt müssen wir erstmal nach oben. Gut ist, dass wir auf jeden Fall Stase dabei haben. Stase ist wichtig. Ansonsten könnten wir uns natürlich auch hierhin zurückziehen, aber jetzt gucken wir mal, wie wir den Brute irgendwie am besten in den Griff bekommen. Bleib doch mal stehen. So, der Arm ist weg. Oh Gott. Der ist super schnell. Wie ihr gerade gesehen habt. Aber nichts, was ein bisschen Stase nicht richten kann. Eieieiei. Okay. Level 3 ist natürlich ein bisschen zu hoch gerade für uns. So, ein Videolog. Wie gesagt, es ist kein Story-Durchlauf hier. Ich kann es kurz abspielen lassen, aber es ist nicht der Hauptfokus. By Maritime Law Article 5469, I, Dr. Terence Kine, hereby declare Captain Benjamin Mathias unfit for duty. Hold him! Ben, you're not yourself. Let me help you. Traitors, get your hands off me! This is my ship! Oh my god, he's... You... Ben... You saw I was trying to help him. Doctor... Just killed the captain. We have to take you in. I can't. But the others from the church get a hold of me. Stop! Es ist einfach so Quatsch, dass er halt, er will helfen und ist mit seiner Spritze da, um ihn halt zu sedieren. Und er ist halt dabei, sich zu wehren und die anderen sind halt einfach auch nicht in der Lage, ihn irgendwie aufzuhalten. Und er rennt halt voll in die Spritze rein und alle tun so von wegen, nein, nein, das, du hast ihn umgebracht, wir müssen dich jetzt einsperren. Das Schiff ist voller Ornithologen und sie sind hier extra, um den Marker einzusammeln. Und irgendwie checkt das so keiner hier so wirklich. So.
da müssen wir hin. Jetzt auch mal genau den Stockwerken folgen, die wir jetzt auch machen sollen. Hier gibt es jetzt eine Stelle, irgendeinen Raum, wo man ja diesen, kann halt so eine Kombination eingeben mit Schlagen und Treten und könnte dann zum Beispiel einen Audiolog und auch Powerknoten sich, sag ich mal, nicht entschieden unbedingt, aber man kann sich da halt etwas als Easter Egg, sag ich mal, ausgeben lassen. Aber das machen wir jetzt einfach mal nicht. Wir machen das jetzt nicht. Aber was wir machen, ist das hier einsammeln. Das hier einsammeln. Ich glaube, irgendwo war noch was. Das ist wichtig. Der Rubin-Halbleiter. Genau, den brauchen wir auf jeden Fall. Der hat nämlich ordentlich Kohle, die der gibt. Deswegen sammeln wir den ein. Super wichtig, das Ganze. Also wenn ihr an diese Stelle kommt, rausgucken und nach dem blinkenden Rubin-Halbleiter suchen, weil, wie ihr hier gleich sehen werdet, der gibt uns... Ihr seht da gar nicht. Okay. Ja, später werdet ihr auf jeden Fall sehen. Ich glaube, der gibt 10.000 oder 20.000 Credits, irgendwas in die Richtung. Ich glaube, 10.000. Und die haben oder nicht haben, das ist schon... Okay, das ist eigentlich mehr oder weniger jetzt ein Raum, wo wir uns die Laserkanone einsacken können. Naja, gut. Die werden wir zwar nicht benutzen, aber Hauptsache wir haben sie eingesammelt. Ist auch wieder ziemlich hartnäckig. Alles war's jetzt. Gut, gehen wir erstmal hier zur Seite. Deaktivieren das Ganze. Bin ich da jetzt gerade selber geschockt oder irre ich mich da gerade? Warte mal, den möchte ich bitte entfernen. Lebensanzeige ist noch okay. Schön Abstand halten zu diesen Bodenplatten. Das muss nicht sein, dass wir da reinlaufen. Da haben wir nicht wirklich viel von. Außer Kopfschmerzen. Und einen ungewollten Tod. So. Textblock brauchen wir nicht. Powerknoten schon eher. Naja. Was zum Aufheben.